Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Pacific Drive. So, dann wollen wir mal anfangen. Spielen, Lehrerslot. Möchtest du die Einstellung vorm Starten anpassen? Ach, ich glaube, das passt so. Starten! Und ein wunderschöner Ladebildschirm. Ich mag das mit den Autos. E zum Überspringen. Ich glaube, das machen wir mal nicht. Sehen wir mal, was da kommt. Ah, die Olympic-Halbinsel war im Jahr 1947 Geburtsort einer vielversprechenden neuen Technologie. Schnell verbreiteten sich Gerüchte über fantastische Erfindungen, die diese Technologie ermöglichte. Der Text war zu schnell weg, es tut mir leid. Die Regierung riegelte die Halbinsel 1955 teilweise ab und legte das Sperrgebiet der Olympic Exclusion Zone an. Das Sperrgebiet wurde über 30 Jahre hinweg mehrfach erweitert, bis die Regierung es schließlich stilllegte und sämtliche Zugänge versperrte. Ungefähr das stand da. Was darin geschah, wurde niemals öffentlich gemacht. Hört sich gerade an wie ein Helikopter. Hängt das Spiel? Nee. Hat eine Überblendung gemacht. Okay. Ich mag den Artstyle von dem Spiel. Generell mit so einem Polystil kann ich sehr viel anfangen. Und da sind wir. Der JS Express. Und was haben wir da unten? Stay on the roads. Wir sollten auf den Straßen bleiben. Na gut. Die Olympic-Halbinsel 1998. So, ich werde mit Controller fahren, südlich der Schutzmauer. Aber alles andere mache ich mit Maus und Tastatur, aber ich dachte, zum Fahren wird sich das hier anbieten, deswegen steht das dann gut. Na, vielleicht doch eine Einstellung machen. Ich habe das Spiel natürlich kurz eingestellt. Wir haben hellere Nächte, weil ich auf einem ziemlich dunklen Monitor spiele, beziehungsweise der Monitor ist hell, wenn es hell sein soll, und schwarz, wenn es schwarz sein soll. Sprache. Kann ich die einfach auf Deutsch stellen? Oh, das passt ja. Ich dachte, das war schon auf Deutsch. Ist egal. Spielweise, Kamera. Hier, Sichtfeld im Auto, das wollte ich. Einmal um 10 hoch. Ich finde, das sieht dann ein bisschen besser aus. Spiel fortsetzen. So, jetzt können wir auch ein bisschen in den Spiegel schauen. Ich finde es einfach ein bisschen angenehmer. Mensch, macht das Fahren hier Spaß. Mit Maus und Tastatur habe ich es natürlich auch probiert, zuerst zu fahren. Das geht, das fährt sich eigentlich auch wunderbar. Aber dann seht ihr immer, ich kann es hier mal kurz wechseln, ihr seht in den Kurven hier dann immer meine Nachkorrektur. Das macht man halt. Und das ist, keine Ahnung, auf Dauer vielleicht ein bisschen nervig. Also ich bin immer noch auf Keyboard-Steuerung mit WASD. Ja, diese Nachkorrekturen mit C-Scheibenwischer können wir natürlich machen. Genau das hier meine ich. Ich wechsle wieder zum Controller. Da ist zumindest ein nahtloser Übergang möglich. Und viel genauere Lenkung, wenn ich da nicht beinahe rausgefahren wäre, wäre auch möglich. Was haben wir denn noch so für Buttons? Was macht LB? Keine Ahnung. RB? Keine Ahnung. Irgendwas klickt. Steuerkreuz links ist Licht. Das ist hier gut. Und dann Scheibenwischer. Ah, Rechtsklick und... Oh, das war die Hupe. Weiß nicht, wie klug das ist. Ah, das ist ein nettes Fahrverhalten hier. Ihr müsst mir verzeihen, ich fahre auf der Mitte der Straße. Das ist in dem Spiel, glaubt das Angebrachte. Vor allem, wenn rechts und links am Straßenrand immer so ein Mist rumfährt. Wollen wir da unser Auto nicht gleich beschädigen? Die sind aber ordentlich verrostet hier, die Leitplanken. Ja, könnte man mal wieder in Stand setzen. Ach, ich weiß so wenig über das Spiel, aber es klang in der Steam-Beschreibung so cool. Da wollte ich es euch jetzt einfach zeigen, nachdem das letzte Let's Play eigentlich passend geendet hat. Iron Harvest war das und das ist der Ersatz, der Nachfolger dafür. Und ich habe das Gefühl, das wird besser sein als Iron Harvest. Ach, ein schöner Tunnel. Oh, ich weiß nicht, was da auf dem Schild stand. Ist bestimmt nicht wichtig. Und schaut mal, das Gebäude vor uns, oder ist das die Schutzmauer? Oder so eine Mischung aus beiden. Was steht da für ein Schild? Restricted Area. Ach, ich bin bestimmt hier befähigt dazu. Oh, wir haben irgendein Radiosignal gehabt.
Jetzt ist er aber wieder weg. Oh, wird schon gruseliger hier. Scheibenwischer kann eigentlich aus. Hat aufgehört zu regnen. Okay, ich kann mich umsehen. Vorsichtig. Boah. Ah, ich kann hier auch... Das ist ja praktisch. Und zum Glück eine Automatik. Mit Controller wird es sonst schwierig mit dem Schalten. Okay, wir müssen anscheinend hier nach links. Warnung! Und dann unleserlicher Text. Ach, das wird schon... Das wird schon gut gehen. Der Untergrund vibriert aber sehr stark. Das gefällt mir sehr. Das ist mit Maus und Tastatur nicht nachspielbar. Also, wäre mal cool, wenn meine Tastatur vibrieren würde. Ah, die würde ich dann für andere Zwecke nutzen. Und was ist hier links? Bug die Grafik? Nee, sieht nicht so aus. Oh. Das ist nicht gut, wenn man so ein Dimensionsgedöns schon mal auf der Straße hier hat. Oh, da kommt mir. Hier rechts leuchtet es auch blau und die Steine können sich nicht... Au! Können sich nicht entscheiden, ob sie jetzt in diese Welt gehören oder nicht. Mal ein bisschen ausweichen. Oh, da funkt es auch schon. Ich weiß nicht, warum wir überhaupt hier sind. Wieso fahren wir nicht schön mit dem Strandbuggy am, ja, irgendeinem sonnigen Strand entlang? Komm schon. So langsam wird es echt gruselig und die Musik auch. Beziehungsweise die Soundeffekte. Weiß nicht, ob man das als Musik bezeichnen kann im Moment, was da läuft. Ganz schön finstere und ominöse Klänge. Es wird ja immer schlimmer hier. Ich glaube, wir sollten einfach Vollgas geben. So schnell durch diesen... Vollgas? Das gefällt... Nein? Das ist mir in meinem Auto noch nie passiert. Okay, Ladebildschirm. Okay, der ist schnell genug weg. Den muss ich nicht skippen. Will euch ja auch nicht mit Ladescreen langweilen. So, ich wechsle wieder zu Maus und Tastatur. Werde es nicht immer ankündigen. Ich wollte es nur nochmal für euch verinnerlichen, dass ich auch dran denke. Die Olympic Exclusion Zone. WASD zum Gehen. Das mag ich. Bring dich in Sicherheit. Ich dachte, ich bin in Sicherheit. Boah. Wir können auch sprinten. Hier liegt mein Reifen. Kann ich dich einsammeln? Hui. Anscheinend nicht. Na gut, dann wollen wir mal... Hey, das ist mein Motor. Den erkenne ich sofort. Den braucht man. Der kommt in die Gefängnisbrieftasche. So. Nee, da hat er nicht reingepasst. Ich habe ihn da schweben lassen. Ich dachte, mein treues Auto ist mein einziger Begleiter in dieser düsteren Welt. Oh, ein Amazon-Päckchen. Können wir auch gleich mal ansehen, was da drin sind. Drin ist. Anscheinend nicht. Das Spiel lässt mich hier nicht viel machen. Oh, das sieht doch richtig aus, die Höhle da. Boah, schon ein bisschen creepy. Oh, ein Tutorial, wie man sich duckt. Ich hab's gewusst, dass es linke Steuerung ist. Ich hatte so im Gefühl, weil das jedes Spiel so macht. Zumindest mit einer vernünftigen Steuerung. Das ist man ja schon gewohnt hier als Hobby-Gamer. So. Dann springt man doch einfach ein bisschen noch. Oh je, wie komme ich denn über den Ast? Mit einem Fußtritt! Ja. Ich wusste gar nicht, dass hier so viel Beinarbeit möglich ist. Hallo, ist da jemand? Hallo? Ach, ich weiß... Ich hätte schwören können, dass ich... Ach, vergiss es. Ich... Ich weiß nicht, ob ich das vorlesen soll oder nicht. Wir sehen mal. Ich wusste nicht, dass es so viel Dialog jetzt gibt. Ich glaube, diese Ingame-Dialoge würde ich nicht vorlesen, sonst labere ich über die Voiceline rüber und dann ist es komplett verwirrend. Okay, wir haben hier nichts außer das Auto. Ach komm, ich war mit meinem zufriedener. Bringe das Rad wieder an. Was für ein Rad? Das, was da rumgeschwebt ist? Also das ist zumindest... Ah, hier ist ein Rad. Aufnehmen mit E. Achso, muss ich halten. Gut zu wissen. Und dran plöppeln.
Sommerreifen montieren. Und gedrückt halten. Okay. Sollten wir es vielleicht noch ein bisschen aufpumpen oder so? Hallo? Steige in das Auto. Bin es nicht gewohnt, dass rechts oben meine Anweisungen stehen. Ich bin die mehr mittig gewohnt. Starte den Motor. Oh, und da vibriert mein Controller. Ich wechsle wieder zu ihm. Okay. This is Tobias Barlow and Francis Cook, located in Midzone Sector B. Do you read me? Ja, ich höre dich. I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around Sector E. Hey Francis, come here. Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there. Ja, ich bin hier. So. Hab ich eine Handbremse? In Dauerbetrieb. Hey, hey, das ist doch nicht. Ja, gut. Gang einlegen. Hello? Is this thing working? They don't have a transmitter. We won't hear a thing back. Huh. But if they're stranded, could they mean they're from outside? They're a breacher? Ja, ich bin ein Breacher. Ja, ich bin halt schlüpfrig. That's a good point. Hey, you're in serious danger. The instability is closing in and it's gonna scramble you quicker than beef in a Nein, die Instabilität holt mich ein. Von der flüchte ich doch, indem ich spiele. Fahre nach Osten. Wo ist denn A? Ah, direkt vor uns das E für Aston. East. Ja, gibt ja nur eine Straße. Eieiei, nicht auf die Steine drauf fahren. Glaub, so viel hält das Auto nicht aus. Nein, ich soll doch nach Osten fahren. Ein Glück kommt da eine Kurve. Boah, ist echt anstrengend auf dem Untergrund zu fahren. Das finde ich gut. Ich mag's, dass sowas extrem die Steuerung beeinflusst. Sorgt bei mir für ein bisschen mehr Immersion und Spielspaß tatsächlich. Oh, was haben wir da? Mein Auto rollt rückwärts. Zapfe Benzin ab. Auto? Auto? Auto! Was machst du denn? Kann ich aussteigen? Hallo? Oh, die Tür wird noch aussteigen. Mit E. Okay. Keine Ahnung, warum es da hingerollt ist. Wahrscheinlich nicht rechtzeitig die Bremse gezogen. Wie soll ich denn von dem Wrack hier Benzin zapfen? Und das macht auch Ummüse. Fahre nach Osten, um eine Schutzhütte zu finden. Durchsuche deinen Kofferraum nach einem Benzin. Ach, meinen Kofferraum. Da. Ah, da klebt er ja. Zapfe Benzin aus dem liegen gebliebenen Auto ab. Aus dem hier. Hallo? Bist du liegen geblieben? Oder ist das andere liegen geblieben? Ich bezweifle, dass da noch was drin ist. Obwohl, so ein Tank ist ja relativ gut. Das ist, glaub, die Öpfen. Abzapfen. Mit Pumpe und allem. So. 100% abgezapft. Ist es schön, dass ich eine Pumpe hatte und das nicht mit dem Mund hab machen müssen. So, dann geht's bei mir auch in den gleichen Slot rein. Wieso dauert das Gießen länger als das Abzapfen? Ah, hat's nicht. Nur mein Tank ist, glaub, nur zu 30% voll. Nicht Scheibenwischer, start das Ding. Oh, bin ans Mikro gekommen. Starten. Achso. Starten im Parkmodus. Ja. Oh je. Alle Dinge zu beachten. Es hat geklappt. Wir sind unterwegs. Wir sind beinahe tot. Glaube ich zumindest. Der Screen verhält sich so. So schnell nach Osten. Oh, wait, hold the phone. There it is again, that blip on the spectrometer. I've
seen that waveform before, but where? No kidding. Could it be? Ich weiß es doch auch nicht. That can't be. There hasn't been one in decades. Look at that spectral fingerprint and tell me that doesn't match the remnants exactly. No. What we should be looking at is how fast this creature seems to be moving. Huh. You know, if I didn't know better, I'd say they're going about the speed of a... No way. No way to not tell me. They found a remnant and it's a car this time? Mm. Holy cripes! Diesmal ist es ein Auto. Boy, I'd kill to know how a combustion engine's still chugging away out there. Okay, let's not get ahead of ourselves. First, the breacher needs to get to safety. Then we can look into whether that car is a remnant or not. In my heart of hearts, das ist eine gute Idee. Erstmal in Sicherheit. Bevor wir hier irgendwie rumspielen, ob das Auto jetzt ein Relikt ist oder nicht. Nein, fahr! Fahr! When you find that shelter, go on and let yourself in. Albie ain't gonna like you poking around in there, but better to face a bad side than let the zone eat you alive. Ja, ich würde ungern lebendig verspeist werden. Wüsst generell niemanden, der das mag. Da ist, glaub, unser Unterschlupf. Komm schon. Au. Oppis Werkstatt, ein schöner Name. Dann können wir da auch irgendwo gescheit reinfahren. Nee, das Auto lässt mich nicht. Es lässt mich jetzt. Ich kann nicht lenken. Was ist da denn los? Ich dachte, ich könnte hier einfach irgendwo reinfahren. Hallo? Finde einen Weg ins Gebäude. Okay, dann mal Parkstellung. Ausschalten. Wir müssen den Motor ja nicht laufen lassen. Und dann schauen wir mal. Einmal aussteigen. Dankeschön. Oh, ich habe den noch in der Hand. Den sollten wir vielleicht am Auto befestigt lassen. So, was haben wir denn hier? Das ist so eine Art Schloss. Links Geräusche. Ziemlich versperrt. Kann ich nicht einfach mit dem Auto voll Karacho da reinfahren? Das wäre jetzt mein Weg. So, alles verschlossen, alles verschlossen. Liegt hier nicht vielleicht ein Schlüssel unter der Fußmatte? Irgendwie sowas. Ah, das sieht so... Das ist doch offen. Warum ist das einfach offen? Schalte den Strom ein. Nichts leichter als das. Tatsächlich nichts leichter als das. Da ist eine Tankstelle. Ist das nicht toll? Ich bin's. My head. Emergency. Was machst du in meinem Auto? Hello, attention. This message is for Dr. Ophelia Turner. Das bin ich nicht. We sent a breacher to your garage on official zone business. Now we have it on very good authority that this person is in possession of a remnant, which has taken the form of a car, and check off the remnant thing. She's not gonna care. Right, like I said, super official's own business. Ja, super offizielles, super offizielle Mission. Until we can get them to safety. Now, if you do not comply, I will occupy this broadcast channel with a recitation of the entire collection of poems I've personally written. That's 10 years and 17 volumes. And nee, das wollen wir nicht. Like a nail gun to the skull. So. Another breacher, huh? Anscheinend ja. How do you outsiders not understand that Arda didn't build that 300 meter wall out there for fun? Ich werd's niemals glauben. One of the unfortunates who got zapped through. Wait, I just remembered. I don't give a damn why or how you got here. You're trespassing, and I'd kindly like you to get the hell out of my zone. Das ist doch nicht deine Sohn, das ist jetzt unsere Sohn. The barrier wall is as fortified against breaches trying to get in as it is against anyone or anything. Das ist schlecht, ich wollte fliehen. We have to find you a way out. So you might as well start by fixing up that car. Just don't break anything in my shop with those soft hands of yours. Keine Sorge, ich habe sehr filigrane Finger. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich reinfahren. What? Oh, you need help?
There's a headset somewhere in the garage. Put it on. The built-in diagnostic will tell you what needs fixing up. Ja, ja. Das werden wir schon rausfinden. So. Einmal reinfahren. Und dann müssen wir das Headset finden, das uns Diagnosedaten liefert, zu ausschalten und Parkmodus. Gut. Ach, mein schöner Schrotthaufen hier. So, da ist eine Werkzeugkiste. Ich soll, nimm dir den Rucksack auf der Werkbank. Wir haben doch so viele Werkbänke hier. Das sind auch Werkbänke, die sind aber vollgestellt. Kein Rucksack, kein Rucksack. War da ein Feuerlöscher? Nee, das war nur eine Zapfsäule. Na gut, da ist auch ein Headset, aber wir brauchen erst den... Ah, da ist er. Da ist er ja, das grüne Ding. Nimm das Mechanikerauge. Ich glaube, das ist das Teil. Nutze den Erste-Hilfe-Schrank, um deine Wunden zu versorgen. Wieso habe ich denn Wunden? Ich bin bei 36% Gesundheit, das gefällt mir aber nicht. Ah, wieder voll. Ist das nicht schön? Repariere das Auto. Scheinwerfer. Aha. Bringe das Rad wieder an. Was für ein... Wieso hat's wieder kein Rad? Wann ist das denn passiert? Ist das Rad da hinten? Vielleicht ist es deswegen so... Nee, das ist, glaube ich, ein anderes Rad. Oder ist es meins? Keine Ahnung. Ich werde es nehmen. Sommerreifen. Hier damit. Ach, das erinnert mich, ich muss bald wieder Reifen wechseln. Heißt ja von Oktober bis Ostern, aber so schön wie es gerade ist, kann ich ja meine Winterreifen ein bisschen schonen. Naja, vielleicht warte ich doch bis April. So, ran damit. Na also, jetzt fährt die Mühle hoffentlich wieder ein bisschen besser. Headset OS öffnen mit Backspace. Ne, mit Enter. Ne, mit gar kein. Was willst du von mir? Für deine To-Do-Liste primitive Tür. Ja. Ich versuche die Taste zu drücken. Mal sehen, was mein Controller sagt. Ja, das kriege ich hin. Da haben wir es. Baupläne. Was? Aha. Was soll mir das sagen? Das ist mein Rucksack. Ist ja schön. Baupläne. Ah, okay, es blinkt ja alles. Mensch, ist es aufwendig hier. Primitive Tür. Mit ein wenig Mühe lässt sich diese abgehalfterte, schwächliche und verrostete Stück Metall öffnen und schließen. Es schützt auch vor Regen und Wind und erfüllt damit gerade so alle Anforderungen einer Tür. Alles klar, dann wollen wir das mal an die Checkhefte dengeln. Dafür braucht man Klebeband, Plastik, Glasscherben und Metallschrott. Also ich hoffe, meine Türen an meinem Auto wurden anders gebaut. So, wir müssen wahrscheinlich hier rumlooten, was wir können. Beziehungsweise da ist ja ein Missionsmarker. Können wir direkt da hingehen? Primitive Platte E. Werkzeugkiste. Also was steht denn? Hole die Gegenstände auf deiner Checkliste aus dem verlassenen Auto hinter der Werkstatt. Durchsuche den Kofferraum des verlassenen Autos. Durchsuche die Werkzeugkiste drinnen neben dem Werkstatttor nach einem Brecheisen. Ah. Was ist das generell? Ein Mechaniker-Kit. Dieses Kit enthält alle wichtigen Ersatzteile und Werkzeuge, die ein Mechaniker bei der Arbeit braucht. Für Notfälle solltest du immer ein paar davon zur Hand haben. Gut, ich habe eins, das passt schon mal. Und die Schrauben kommen in den Rucksack. Da ist eine Brechstange und mehr braucht man da nicht. Inventar öffnen. Ist das dann I? Ach komm, die Tastenbelegung. Ich weiß leider... Ist das Tab? Ja, es war Tab. Irgendwie. So, Logbuch brauche ich glaube nicht am Steuer. Das will ich nicht alles lesen im Moment. Fahrzeugfähigkeiten. Einige Autoteile und Ausrüstungsgegenstände für dein Auto haben aktivierbare Fähigkeiten. Das ist ja schön. So, was muss ich jetzt eigentlich machen? Oh, wir können hier Routen planen. 3 Stunden Ankunftszeit. Ist das die gesamte Map oder alles, was wir sehen? Nee, ich glaube nicht, dass das die gesamte Map ist. Hier, die ganzen Quadrate sind die Map. Okay.
Was durchsuche den Kofferraum des verlassenen Autos mit dem Brecheisen. Brecheisen ausrüsten. Achso, deswegen. Wie mache ich das? Fallen lassen, Zuweisung starten, ausrüsten. Na also. Okay. Aufhebeln. Das sieht doch gut aus. Oh, hier ist direkt das Glas drin, das wir brauchen. Stapeln. Kann ich das rotieren? Ja, natürlich. Schön. Oh, Fackeln. Da werde ich nicht lange fackeln und die alle einsammeln. Ja, damit. Und das tut man vielleicht dahin. So, jetzt ist es annähernd eine schöne Ordnung. Und dann schließen. Passt. Da haben wir noch eine Platte. Hole den Gegenstände auf deine Checkliste. Durchsuch Müllcontainer draußen neben dem Werkstatttor nach wichtigen Sachen. Was habe ich jetzt? Eine Fackel ausgerüstet. Kann ich das Brecheisen auch schnell zuweisen? Zuweisung starten. Ja, 2. Obwohl ich jetzt lieber auf der 1. Ist egal jetzt. Hier einfach mal reinschauen, was da drin ist. Ui, der explodiert mir ja ins Gesicht. Was ist jetzt passiert? Wieso habe ich eine Fackel fallen lassen? Aufnehmen. Aufnehmen. Oh, was bist du denn? Ein Verschrotter? Essentiell. Verschrottet die Räder, Platten und Türen des verlassenen Autos. Das kriege ich hin. Ich glaube, jetzt ist er hier leer. Ja, ist ja gut. Unfreundlichster Müllcontainer, den ich heute kennengelernt habe. Benzintank, Foto, Logbuch. Kann ich da noch was absaugen, bevor ich was verschrotte? Achso, ich soll ja erstmal... Wie soll ich denn die Räder verschrotten? Auf 3 ist er ausgerüstet. Ist das richtig? Gummi. Ja, damit. Gummi. Ja, mit dem Gummi. Okay, kurz drücken, fügt es ins Inventar. Das sollte man machen. Räder, Platten und Türen. Okay, dann jetzt die Türen. Uiuiui. Das ist relativ cool, finde ich. So. Glasscherben, Metallschrott. Nehmen wir doch alles gern auf. Da ist noch eine Platte. Die wollen wir auch kurz verschrotten. Ach, ist das ein tolles Gerät. Das hätte ich auch gern in meinem Werkzeugbestand. Da haben wir Metallschrott. Den nehme ich. Ich mag das Spiel. Ich habe das Gefühl, dass ich das Spiel mag. Das triggert bei mir sehr viele Instinkte und Game-Dinger, die ich mag. Generell so Survival-Mechaniken und Autos. Was gibt's Besseres? So, anscheinend habe ich ein relativ großes Inventar. Reifen, die Räder, Platten und Türen. Ist das auch noch eine Platte? Ja, anscheinend ist das auch eine primitive Platte. Ich glaube, danach sind wir aber fertig damit, wenn wir hier alles aufnehmen. War da eine Klopapierrolle? Nee, ich glaube, das. So, die 30-Minuten-Marke ist wieder beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Das Spiel macht echt einen großartigen ersten Eindruck. Der Artstyle und das Setting sind genial. Die Autofahrmechanik ist auch relativ gut. Nur die UI und das Ausrüsten von Werkzeugen ist meiner Meinung nach grauenhaft. Das geht besser und vielleicht wird hier auch noch nachgepatcht. Also die UI ist viel zu geklattert, nennt man das, alles viel zu voll. Und teilweise sind Informationen, die da sind, auch nicht wirklich hilfreich. Also da sollte man nochmal ran. Da ich aktuell bereits meine Let's Play-Serie zu dem Spiel begonnen habe und somit einige Stunden schon im Spiel verbracht habe, hat sich dieser gute erste Eindruck leider etwas verschlechtert. Das Spiel hat nicht so viel mit Autofahren zu tun, wie ich anfangs dachte. Man ist meiner Meinung nach einfach zu oft zu Fuß unterwegs, um immer die gleichen Sachen zu durchsuchen, um den immer gleichen Loot zu finden, den man schon hunderte Male eingesammelt hat. Ich habe hier nachträglich auch eigentlich eine für mich passende Steam-Review gefunden, die überspitzt aussagt, dass das Spiel quasi ein Extraction-Shooter ist. Und zumindest für mich fühlt sich das auch ein bisschen so an. Das ist nicht unbedingt was Schlechtes, aber bevor ihr euch das Spiel selber zulegt, schaut euch sicherheitshalber mal noch mehr Gameplay an, vor ein paar Stunden drin, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Natürlich könnt ihr das auch gerne auf dem Kanal hier machen. Das Let's Play ist unten verlinkt. So, was haltet ihr denn vom Spiel?
Schreibt's mir gerne in die Kommentare und schreibt auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.